Zwei Ibus am Morgen und der Tag ist dein Freund. Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, die gute Betty in die Küche zu verfrachten. Ja, mit ihren 42 Kilo ist sie halt ein Wheel-Doll-Schwergewicht und derzeit bin ich physisch nicht dazu in der Lage. Aber weil sie bei uns im Bett liegen darf und übernachten kann, ja, dafür kriegen wir dann auch Rabatt. Wie man sieht hier auf diesem garstigen Mond, regnet es leider. Aber dennoch darf so ein Betty-typisches Frühstück nicht fehlen. Ei-Salat-Schinken-Ei. Ja. Ja, und weil ich so ein Verführungsmensch bin, denn ich weiß, was Frauen wollen, ja, darf ich diesen Kaffee auch blond und süß trinken und nicht schwarz und scharf. Und ihr drei im Hintergrund, ihr habt nichts gesehen. Was auch gut gegen Zahnschmerzen ist, Strohrum. Nein, er wird nicht getrunken und heruntergeschluckt. Man spült den Zahn halt eben mit dem 80-prozentigen, ja, Rum aus und dann, ja, tut das einmal ordentlich weh. Aber danach merkt der Zahnnerv gar nichts mehr. Ja, Magna, so oft haben wir gesagt, das ist ein Monster und so weiter. Nein, eigentlich ist er doch Geologe und das ein ziemlich guter. Er spürt aus jedem Asteroidenfeld, spürt er die besten Ressourcen heraus. Okay, er hat natürlich auch seine Sensoren dafür, ne? Aber ansonsten ist das ein ziemlich gutmütiger Mensch und mit dem kann man echt gut ein Trinken gehen. Du bist kein Monster, ne? Ja, Moria, mein Charakter. Von der weiß man eigentlich nie so genau, was man von ihr halten soll. Aber aus irgendeinem Grund verschwinden ab und zu in letzter Zeit Menschen. Hast du was damit zu tun? Die gute Skadi, alter Predator-Killer. Wenn man seriöse und legale Geschäfte machen möchte, dann ist man bei Rosa an der richtigen Adresse. Owen Walk. Naja, angekommen ist sie hier als bankrotter Attentäter, aber den Job an sich nimmt sie immer noch sehr ernst. Wenn irgendjemand Schwierigkeiten haben sollte mit irgendwelchen Personen, ist das die beste Adresse, die dann anschließend mit einem lauten Knall verschwinden werden. Einer der besonderen Persönlichkeiten hier ist auch Babsi, die treue Bedienung hinter der Bar. Hier wird Barpsychologie betrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war der kleine Einblick in der Stargate Base, in der Bar.